Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen weiter FIFA 16 im SV Sandhausen. So Leute, die Abstiegsplätze werden wir vermutlich schaffen mehr, dass wir nicht absteigen, Leute. Das könnte ich mir vorstellen, Leute. Wir werden wahrscheinlich nicht diese Saison wieder absteigen. Das heißt, wir haben eine sehr schlechte Saison dieses Jahr gespielt. Das ist aber schade. Es ist halt passiert, Leute. Aber wir müssen ends machen. Wir müssen jetzt einfach ruhig weiterspielen, einfach wieder aufbauen und gucken, was die letzten 3-4 Spiele sozusagen noch uns bringen. Weil wir haben ja schon ein paar Siege in der letzten Zeit gewonnen, Leute. Das muss man schon sagen. Wir waren nicht schlecht. Aber wir haben halt nicht so hundertprozentig mega gut gespielt. Das muss man leider sagen, Leute. Aber ich denke, wir werden jetzt einfach unser bestes Spiel in der letzten Zeit zeigen. Und dann schauen wir einfach mal, Leute, was noch die 4 Spiele noch bringen. Vielleicht schaffen wir ja noch ein paar Siege, Leute. 4 Spiele haben wir ja noch. Genau, Leute. Wie jetzt, Leute. Das erste Tor hier, Leute. Das erste Tor. Wow, was für. Das ist saugut, Leute. Unser Kistner macht dieses Tor. Das ist ein schönes Tor gewesen. Ein schönes Tor. Man muss echt sagen, das war ein schönes Tor. Und wir führen gegen Paderborn. Wow, ein schönes Tor. Schönes Tor, Leute. Muss man schon sagen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was das Spiel uns bringt hier gegen die Paderborner SV Paderborn 07. Hier in unserem eigenen Stadion. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen auf. Ah, schön. Ah, aufpassen. Oh, ah, ja, das war faul, Leute. Das war ein grober Foul. Das war ein richtig grobes Foul, Leute. So, die. Alter, wir sind, guck mal hier, auf das schwächste Team. Wir sind das schwächste Team, Leute. Aber wir haben eigentlich gut gespielt. Man muss sagen, auch wenn die Saison nicht ganz so gut war wie die letzten Jahre, so hier bei SV Sandhausen. Aber wir haben einfach das Beste draus gemacht, Leute. Und das sieht man, wir waren nicht schlecht. Und vielleicht, vielleicht bleibt man im Team. Und können vielleicht ein Neuaufbau macht. Das wäre ein Traum, Leute. Neuaufbau. Oder ein Teamwechsel, Leute. Das kann auch sein. Ein von beiden wird es passieren. Wir werden einfach das sehen, was in den nächsten 4 Spielen passiert. Oder wir holen uns jetzt noch richtig, nochmal richtig Punkte, Leute. Das wäre jetzt ein Traum. Richtig schön die Punkte holen. So schön. Ah, das war ein bisschen schnell, aber es ging gut. Schön Seitewechsel. Also, oh. Oh, Junge. Oh, oh, das war eine gute Torchance für uns alle. Unser Top-Torjäger, einer der 2 besten Top-Torjäger, Leute. Hier geht's wirklich ran. Hier wird jeder Ball umkämpft, Leute. Der Ball muss umkämpft werden, Leute. Schön vorsichtig, jetzt war Sandhausen. Sandhausen aufbauen. So, jetzt wird schön. Ah, wo, ah, da steht keine. Ah, Mist. Warum passen die da hin, alle? Echt nicht gut, aber macht nichts, Leute. SV Sandhausen spielt gut heute. Will heute eine gute Saison spielen und jetzt los geht's. Und weiter geht's, Sandhausen. Schön aufbauen. Oh, das ist eine gute. Ah, aufbauen. Paderborn hat Übergewicht. Übergewicht, aber. Aber noch nicht gute Torschüsse wie der SV Sandhausen. So, jetzt wird mal ein bisschen geguckt. So. Alle, wir führen schon wieder, alle Leute. Wir haben in letzter Zeit sind wir echt gut da durchgekommen. Und hier unser Starstürmer, alle, unser bester. Und wieder, alle, was waren das für ein Foul, Leute? Was für ein mega hartes Foul, Leute. Oh, meine Herren. Hier geht's richtig hart zur Sache, Leute. Hart zur Sache. Ja, das war jetzt richtig eine gelbe Karte, Leute. Das war jetzt wichtig. So, Leute, jetzt eine schöne Torschance für SV Sandhausen. Oh, ich bin zu nah am Tor. Leider zu nah am Tor, Mann, Leute. Aber macht nichts. Sandhausen führt immer noch 1:0. So, jetzt ein bisschen von hinten aufbauen, Leute. Oh, ja, hinten aufbauen ein bisschen. Schön aufbauen, Leute. Sandhausen weiß. 20 Minuten ist schon gespielt. Das Spiel sieht gut aus.
Paderborn muss jetzt rangehen, muss jetzt alles geben. Oh, und da kommt er durch. Er kommt durch, kommt er durch. So. Aber eine gute Ecke hat SV Sandhausen jetzt, Leute. SV Sandhausen hat jetzt eine gute Torchance, wenn sie nicht die nützen. Ah, gut. Ah, zu nah. Ah, zu steil, Leute. Das war zu hart. Paderborn hat wieder eine, kann wieder eine gute Konterangriff machen hier oben. So, aufpasse. Ah, Sandhausen. Lass dich zu leicht den Ball laufen, dass sie so Paderborn den Ball so lang laufen lässt. Das ist das Gro. Ah. Oh, gut. Oh, man, da immer jetzt ein bisschen Glück hat, Leute, SV Sandhausen. Wenn das jetzt ein schief gewesen wäre, dann wäre es hier eine gelbe Karte und eine schöne Torchance für Paderborn. Und jetzt schöne Flanke in die Mitte. Ah. Abgefangen und Paderborn. Ah, was ist heute mit Paderborn los? Die kriegen heute ja gut, man, sind eigentlich eine gute Mannschaft, aber Sandhausen ist ja diese Saison eigentlich richtig schlecht. Aber Sandhausen zeigt Paderborn, dass Sandhausen nicht die schlechteste Mannschaft der zweiten Bundesliga ist. Man sieht's echt, dass Sandhausen sozusagen die schlechteste Mannschaft diese Saison ist. Man merkt es gar nicht, aber es wird hier, oh man, und kommt an den Ball, oh man, kommt an den Ball, alter Schweine, fast dran kommen, Leute. Er wäre fast dran kommen, Leute, das ist schon nicht schlecht. Schön dran kommen, rangehen, schön. Ball lauf ins Aus, das ist nur wichtig, der Ball ist draußen. Somit hat SV Sandhausen wieder Abstoß und kann den Ball nach vorne. Und hoffen wir mal auf eine gute Torchance. Komm mal ran. Ah, schade, fast rankomme. Fast ist er rankommen, aber Sandhausen hat weiter die Kontrolle hier in diesem Spiel. Auch richtig gut Kontrolle, nicht? Aber die haben die Torchance. Sandhausen hat die bessere Torchance. Das sieht man extrem, die Torchancen. SV Sandhausen hat echt schöne Torchance. Paderborn hat bis jetzt nur zwei Torschüsse gerade, aber Sandhausen führt 1-0 und das ist wichtig. Ein schönes Tor und jetzt, oh Mann, die Konter, die sind das Problem vom SV Sandhausen. Die Konter sind das Problem. Das ist das große Problem vom SV Sandhausen, Leute. Dass Sandhausen immer die Konter kriegen, das ist halt das Problem. Wir sind halt sauschlechte Konter. Wir kriegen halt sauschlecht die Konter. Und wenn man die Konter kriegt, kriegt man immer Tor. Und das ist das Problem, warum wir oft in dieser Saison auch verloren. Und jetzt schöne Flanke in die Mitte. Aber abgefangen. Und jetzt geht's weiter. Schön weiter, Spieler SV Sandhausen. Aufpassen links. Gut, hier aufpassen. Ah, schon. Und aber. Ah, schöne Torchance. Mann, was ist heute mit Sandhausen los, Alter? In letzter Zeit spielen die so einen mega guten Fußball. Das muss man schon sagen. Jetzt echt nicht verdient, Sandhausen abzusteigen, finde ich, Leute. Aber leider immer Anfang der Saison die großen Fehler gemacht, richtig viele Fehler, und jetzt dann schulden wir die Mannschaft echt. Bauen erstmal so ab, erstmal ab, aufbauen wieder von hinten, Leute. Schön aufbauen. Und 4 Minuten wird nachgespielt. Oh je, das ist aber ewig. Aber eigentlich keine Verletzung, so und so ist eigentlich gar nichts passiert, dass wir so lang spielen müssen. Okay. Oh, jetzt wird es aber noch mal kurz vor Schluss schwer für SV Sandhausen. Paderborn hat eine gute Torchance hier, Eckball, aber ganz Sandhausen Abwehr. Ja. Oh, gut. Schön übers Tor von Paderborn, Alter, aber somit sind gleich die 4 Minuten rum, Leute. 4 Minuten werden gleich abgepfiffen. So. Ah. Vorteil für Paderborn. Schaffen Paderborn noch eine gute Achtung.
Jetzt eine Flanke in die Mitte und eine Flanke, aber unser Tormann. Und es ist Abpfiff, Leute. Die erste Halbzeit haben wir überstanden. Die Fans sind zuversichtlich. Und die Spieler natürlich auch. Wir führen 1-0 gegen den SV Paderborn 07. Leute, kann das hier noch zum Abschied dieser Saison noch paar richtig gute Spiele noch geben, Leute? Das wäre halt ein Traum immer hier diese Saison. So, Leute, jetzt geht's einfach weiter. Schön aufgebaut. Aufbauen. Jetzt bauen wir erstmal ruhig von hinten auf. Schön hinten aufbauen. Muss man echt so. Aufbauen. Komm mal ran. Schade, abgefangen. Macht nichts, Leute. SV Sandhausen kommt weiter nach vorne. Immer drauf. Immer nach vorne spielen. Aufbauen, Sandhausen. Vorsichtig, aufpassen. Schöne Flanke. Das wird eine Flanke. Aber schön abgefangen wieder. Abgefangen von unserem Mittelfeld und Abwehr. Ist zurzeit ziemlich gut, finde ich, Leute. Das Mittelfeld und Abwehr spielt besser wie in der Anfang der Saison. Aber zurzeit kriegt man noch nicht so das Gebacke, Leute. Aber so, jetzt wieder ruhig aufbauen. Langsam und ruhig stabil nach vorne spielen. Nicht Hetze und jetzt wieder einen schnellen Pass. Schade. Den Steilpass wieder nicht geklappt. Immer die Steilpässe klappen zurzeit echt nicht. Das muss man echt sagen. Die klappen zurzeit echt nicht. Aber macht nichts, Leute. Hier geht's einfach unser Tempo weiter. Und immer nach vorne. Immer nach vorne spielen. Nach vorne. Kommt nicht nach vorne. Schade. So, jetzt wird eine Konter. Jetzt ist eine Konterchance. Sandhausen. Gut. So, Leute, hier ist es wirklich spannend, Leute, von SV Sandhausen. Sandhausen weiß, sie wissen, sie müssen jetzt dieses 1-0 über die Zeit retten. Aber sie spielen echt ein gutes Fußball. Und jetzt kommt da durch, Alter. Kommt da wieder durch. Schöne Flanke in die Mitte. Kommt da durch. Wieder Tormann abgefangen. Immer die Tormänner fangen ab. Aber Paderborn ist im Hintertreffen. SV Sandhausen greift weiter an, mit einem schönen Steilpass. Hat ihn nicht abfangen können. Was ist mit Sandhausen zurzeit los? Sandhausen kämpft heute jetzt um weitere 3 Punkte. Abstieg ist fast sicher, Leute. Abstieg kann man schon sagen. Sandhausen ist der erste Absteiger. Aber Sandhausen will sich nicht als Absteiger so spielen, dass sie dann am Ende einen Abstieg. Die wollen jetzt zeigen, dass sie doch noch eine gute Mannschaft spielen können. Und auch gegen Paderborn gewinnen können, das muss man schon sagen. Aber wir hoffen einfach, dass die Saison noch glücklich zu Ende geht und ein paar Siege holen können. Und dann schön. Und dann vielleicht ein Neuaufbau oder ein Trainer oder ein Trainerwechsel, Leute. Das werden wir jetzt bald sehen, Leute. Und jetzt schön wieder nach vorne. Komm da durch. Schon wieder abgefangen von Paderborn. Die Paderborner sind eine gut gestaffelte Abwehr, aber Paderborn kriegt den Ball einfach nicht raus. SV Sandhausen spielt zurzeit gut. Und Eckball? Eckball war's. Schade. Kein Eckball, Leute. Kein Eckball. Und jetzt geht's weiter, Leute. Immer ruhig spielen, Leute. Langsam aufbauen. Schade. Aufbauen. So, Vorsicht. Rein. Schön. 70 Minuten sind noch. 20 Minuten Zeit für SV Sandhausen. Noch ein zweites Turm hier das Spiel sicher nach Hause zu bringen. Aber Paderborn hat auch noch 20 Minuten Zeit, hier den Ausgleich zu machen. Das Ausgleich aber hier ab. Wieder schönes Torschuss. Aber und das war schön. Und jetzt Eckball. Nicht so nah an den Tormann, Leute. Das war ein bisschen.
Erstmal wieder von hinten aufbauen, Leute. Sandhausen baut von hinten auf. Ah, schöne Kopfschoße von unserem Joker, der mal ein Joker war und jetzt immer mehr zum Hauptstürmer wird. Und jetzt ein schlechter Konter. Aber kriegt er denn aber Knaller, kriegt den. Schöne Kopf. Und jetzt ein schöner Konter, Alter. Das wäre ein, ein Traum. Jetzt ein Konter zu. Oh, Alter, wenn der durchkommen wäre, Alter, das wäre eine Torchance, Leute. Das wäre eine mega gute Torchance gewesen. Aber jetzt geht's weiter. Noch so, Alter, es sind knapp noch 13, 15 Minuten noch zu spielen, Leute. Wahrscheinlich aber noch 20 Minuten, denkt man schon fast noch. Weil in der ersten Halbzeit haben wir ja auch sau lang gespielt. Eigentlich hat man nicht gedacht, dass wir so lang spielen müssen. Und verdendel diesen Ball, Leute. Der Ball ist verdendelt. Aber jetzt Paderborn abseits. Abseits. Oh. Da hat SV Sandhausen nochmal Glück gehabt. Wow, das war aber ein knappes Abseits, Leute. Richtig knappes Abseits, muss man schon sagen. Oh, Tormann. Nur noch 10 Minuten, Leute. Noch 10 Minuten auf der Uhr etwa noch, Leute. Bloß noch ein bisschen mit Nachspielzeit. Ah, Mist. Aber die Zeit läuft gegen Paderborn. Die Zeit läuft echt gegen Paderborn. Alter, was kann Paderborn noch gut machen? Irchen, was muss jetzt noch gemacht? Und Paderborn. Angriff. Abwehr. Raus die Pille. Weg die Pille. Jetzt nur noch irgendwie. Aus dem Strafraum die Pille weg. Paderborn weiß jetzt. SV Sandhausen schwimmt ein bisschen in dem hier zur Zeit am Ende dieser zweiten Halbzeit. So, ein bisschen warte, bis da immer ist. Oder? Und jetzt anstürmen. Und jetzt wieder nach vorne spielen, Leute. Und schön. Ah, komm durch. Aber geht erstmal in die Seite. Lass mal einen schönen Flanke. Abbruch, Abbruch. Schöne Flanke. Ja, schade. Wieder eine gute Torchance für unseren früheren Goalgetter, den wir früher nur eingewechselt hatten und dann seine Tore gemacht hat. Und jetzt, jetzt kämpft er als Stammspieler. Jetzt aufpassen. Abseits. Boah, Alter, jetzt, wo man durch eine viele Sandhauser richtig Angst bekommen. Dieses Tor, das wäre ein Tor, eine gute Torchance gewesen für SV. SC Paderborn, Entschuldigung, Leute. Das wäre eine schöne Torchance, aber. Kommt er noch an? Ja, er kommt dran. Und jetzt. Von hinten aufbauen wieder Sand. Und jetzt noch 3 Minuten. 3 endlose Spielminute, Leute. Noch 3 endlose Spielminute. Dann ist dieses Spiel rum, Leute. Und wir haben einen Dreier geholt, Leute. Das ist nicht normal. 3 Punkte, Leute. Ah, jetzt aufpassen. Oh. So, Leute, jetzt muss man ruhig ehrenlast den Ball bewegen. Und jetzt voll einfach nach vorne dreschen. Leute, wir haben unseren nächsten Sieg, Leute. Alter Schwede, Sandhausen hat wieder mal gewonnen, Alter. Was ist so zur Zeit mit SV Sandhausen? Das muss man echt sagen, zur Zeit spielt SV Sandhausen ein schöner Fußball. Und nicht so als Absteiger. Das merkt man. Als Absteiger spielen sie nicht. Heute wollte ich keine Spieler wechseln, Leute. Weil die Mannschaft war so gut zusammen, hat so gut gespielt, Leute. Die konnten einfach ohne durchpowern. Und so, Alter. Das ist so ein schönes Spiel gewesen. Muss man echt sagen. In der 4. Minute haben wir das Tor geschossen, Leute. In der 4. Minute. Und danach war nichts mehr passiert. Von SV Sandhausen hat nämlich so viel gespielt, hat die Torchance noch gehabt, aber Paderborn war einfach nicht weg. Das ist schon Abnummer. So, Leute. Au, 4 Punkte sind wir jetzt noch hinten dran. Dass wir nicht den letzten Platz kriegen. Das wäre jetzt schön, wenn wir nicht den letzten Platz werden.
Oh, was ist hier jetzt los? Wir müssen uns unterhalten. Aber erst gucken wir mal, machen wir erstmal die Spieler da. Ja, du bist Spielzeit zurzeit nicht so. Weil ich habe einen guten Spieler zurzeit und die funktionieren. Ah, von denen nehmen wir überhaupt keine. Ja, das ist ein. So, schauen wir mal, wer jetzt. Oh, mal gucken, weil. Oh, Leute, jetzt spielen wir gegen die Lautra, Leute. Aber ich denke, Leute, gegen 1. FC Kaiserslautern spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Game wieder Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.